Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. In der letzten Folge haben wir weiter hier mit der Story gemacht. Wir haben unsere zwei neue Charaktere getroffen. Einer davon ist gerade in der Gacha drinnen. Ne? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Julian, keine Ahnung. Und ja, sie ist schon der zweite Event-Charakter. Er hat heute erst angefangen. Die Gacha, ich glaube, vor paar Stunden, vom halben Tag oder so. Das heißt, sie ist halt auch hier, ne? Lass mal sehen. Guck mal hier. Warum ist die noch einen runtergerutscht? Okay. So, oh, sie ist blau, cool. So, ihre Fraktion gibt es aber immer noch nicht, ne? So, sie ist jetzt offiziell nicht mehr verfügbar in der Gacha. Also sie ist ein Ether-Charakter, alles klar. Hm. Muss nicht im Moment für mich nicht. Ich warte noch, ne? So, ich habe gemerkt, ich habe hier noch hier nicht mein Rubbel losgemacht. Oh, ja, das ist nicht so gut. Drei Knochen sind nicht so gut. So gut, dann machen wir heute ein bisschen weiter in der Story, ne? Weißt du was hier? Wir haben noch, ich habe wieder 10 Punkte angesammelt für die Bangbo Gacha, ne? Beziehungsweise nicht so krasse Gacha, ne? Das heißt, gehen wir mal hier rein und bringen das hier schnell hinter uns, ne? Genau, ich wollte den Bauarbeiter hier haben. So, man hat hier schnell erledigt. Nur ein A, boah. Da kann man ja vorspulen, ne? Habe ich gemerkt. Wenn man X gedrückt hält. Ich nehme also, komme ich hier an Waffenauflevelungsdinger, ne? Weil die Sachen kann man recyceln. Und dann kriegt man Waffenerfahrung dafür. What? Ja, und der Rest ist alles egal. So, cool. Den habe ich noch nicht gemaxt, ne? So, ausgehen habe ich ein bisschen wieder das Übliche gemacht, ne? Ich habe mich hauptsächlich auf die fokussiert. Aber mir fehlen jetzt hier langsam die Erfahrungspunkte. Das heißt, da tut sich erstmal nichts. Ihre Sachen habe ich schon alle auf Level 5, ne? Meine Main-Charaktere habe ich auch schon hier, glaube ich, alle fertig, ne? Also Nicole, Corin und Sokako. Sie kann ja auf Level 9 gehen, weil ich ja schon ihre Cinema-Dinger ab, ne? Ihre Cinnamon Toast Crunch, ne? So, und da bin ich auch jetzt gerade so dabei, ja, einige Sachen von denen zu leveln, ne? Weil Erfahrungspunkte zu leveln, finde ich, ist ein bisschen Verschwendung. Aber das kriegt man ja so oder so durch normale Wege, ne? Deswegen gucken wir mal. So, aber wir machen jetzt hier weiter, ne? Wir müssen hier diesen Fall hier mit den laufenden Enden oder irgendwie sowas, ne? Erledigen, ne? Die sind ja jetzt hier noch. Und ja, gucken wir mal. Hier, genau, Kleingeld wird hier verdächtigt, das alles gemacht zu haben, ne? Die Tür geöffnet zu haben. Und gucken wir mal, was hier los ist, ne? Hey, yo. Rin und Akira, okay. Warum wurden die Namen nicht einfach so übernommen? Und was jetzt? Sie wird bestimmt auch ein spielbarer Charakter irgendwann. Da gibt es so viele Charaktere, die noch keine spielbaren Charaktere sind. Hier die Mitglieder von Sokakos Gruppe zum Beispiel. Davon ist auch noch keiner spielbar. Der eine Typ, der ich schnell von Natsu hat, anscheinend von Fairytale. Müssen wir alle warten, bis die alle noch rauskommen, ne? Boah. Bis die alle rauskommen, ich das Spiel auch schon durch, ne? Beziehungsweise im Punkt, wo es gerade ist. Wird das lange dauern? Ich habe gar nicht aufgepasst. Boah, sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt schon wieder Zeit umschlagen.私たちの説明を受けて、私も一応の情報をしてくれました。今日のうちに時間通り配送ができれば、和解に応じるとのことです。ですので、ティンさん他6分外の住民たちも、お兄ちゃん、だったら私たちも急いで手伝おう。私と先輩も一緒に行きます。
Geht er nicht zurück aufs Revier? Müssen wir Enten fangen, Enten angeln, kein Problem, das kann ich machen. Ja, weil wir Proxys sind, voll gute, ne? Weiß ich, muss dir etwas sagen. Darf es der Sicherheitsoffizier, mein Gott, warum habe ich so viel Probleme damit, es nicht hören? Könnte man sagen, was die Suche auf der Sixth Street angeht, haben wir einen sachkundigen Helfer. Du weißt, von wem ich spreche, oder? Du meinst Ferry. Genau, Ferry müsste die ungefähre Position der versteckten Enten bestimmen können. Ich habe sie schon gebeten, Entschuldigung, die möglichen Positionen in der Nähe zu markieren. Wir sollten unsere Sache auf den Markierenden uns konzentrieren. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Wir müssen zu nicht gerade wenigen Orten hinlaufen, weißt du? Da wir zu viel sind, können wir uns doch aufteilen. Ich gehe mit Shinji und du mit Suyan. Ich will aber mit der anderen. Dadurch wird unsere Suche effizienter. Abgemacht. Was gibt es denn noch für Charaktere, die ich haben möchte? Sie ist ja ehrlich gesagt der einzige Charakter. Aber sie wird definitiv nicht in der nächsten Gacha sein. Ne? Wir werden jetzt nicht zwei hier die beiden ja Sicherheitscharaktere direkt nacheinander rausbringen. Ne? Ich nehme an, von Sokako kommt hier mal irgendwann jemand. Ne? So, oder muss ich sowieso hin, um einen meiner Dinge hier hochzuleveln? Hey, du glaubst, dahinter dieser Tür ist eine End sein könnte? Hey, weiß, hör zu. Da schnattert tatsächlich eine hinter dieser Tür. Wir waren gerade noch zu weit entfernt von ihr. Wie bist du auf diesen Ort aufmerksam geworden? Nur so eine Ahnung. Intuition etwa. Das kommt mir vor wie etwas, was mein Vorgänger sagen würde. Der Name dieses Ladens ist Turbo. Oh, das ist der Laden von Enzo, aber er ist gerade nicht da. Die Tür ist verschlossen. Quietsch, bum, peng. Was ist das für ein Geräusch? An der Kreuzung gab es scheinbar einen Unfall. Da sollten wir uns ansehen. Also. So, ey, warte mal. Okay. Ich will aber. Nein. Ich habe gerade einen Bangbo bekommen. Ich will ihn hochleveln. Oh nein, was ist denn hier passiert? Das hat mich wirklich erschreckt. Ich bin die Sicherheitsoffizierin. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Plötzlich ist es einfach plötzlich passiert. Werte Frau, du scheinst ziemlich verängstigt zu sein. Weiß Fräulein, Sicherheitsoffizierin. Lass mich das erklären. Vormengen, hier ist meine Kundin. Sie kam heute her, um ihr Auto zu reparieren. Als sie gerade weggefahren ist, hat das Auto plötzlich auf unerklärliche Gründe die Richtung geändert und diesen Bangbo hier angefangen. Es gab ein ähnliches Problem mit dem Auto? Ach, gab es ein ähnliches Problem mit dem Auto? Nee, zuvor. Ich kam wegen eines Problems mit der Kofferraumschalter. Okay. Aber ansonsten gab es kein Problem. Oder ist Frau Megan? Boah. Aber gerade eben hat das Auto plötzlich nicht mehr reagiert. Kleine Sicherheitsoffizier, du musst mir unbedingt glauben, ich habe definitiv nicht gegen die Regeln verstoßen. Das kann ich bestätigen. Das Auto hat sich gerade wirklich seltsam verhalten. Ich komme gleich vorbei, um nachzusehen. Wem gehört dieses Bango? Oh, mach dir keine Sorgen, es gehört einem Freund von mir. Es ist nichts Ernstes. Wahrscheinlich hat eine Vibration einen Fehler im Plugin verursacht. Ich werde mich gleich darum kümmern. Na, lass mich helfen. Muss ich dieses eine Ding machen, dieses Puzzle? Fast hätte ich vergessen, das weiß auch handwerklich begabt. Das ist gut, dann aber dir dieses kleine Kerlchen. Na, komm mal her. Mich hier dieses Minispiel machen bestimmt, ne? Muss ich immer machen, wenn ich diese Dinger hier finde. So, also super easy. Also super easy. So, mein Gott. Kurz darauf. Was ist denn gerade eben passiert? Du hattest einen Zusammenschluss mit deinem Auto. Ich erinnere mich wieder, ich wollte die Werkzeuge holen, die große weiße grüne Kiste, dann habe ich mich plötzlich umgedreht. Sie und Enzo haben wohl recht, der Unfall scheint durch eine Fehlfunktion des Autos ausgelöst worden zu sein. Weiß, danke, dass du mir geholfen hast, dieses Kerlchen zu reparieren. Aber der Fehler, dieses Auto zu finden, wird noch ein Weilchen dauern. Ach übrigens, ich habe euch gerade in der Nähe meiner Ladentür gesehen. Wollt ihr zu mir?
Eine Ente scheint hineingelaufen zu sein. Ich verstehe, ich mache die Tür sofort auf. Wie sind die da reingekommen und hat abgeschlossen? Enzo öffnet die Ladentür. Oh, was macht denn dieses kleine Ding hier im Laden? Wunderbar. Eine haben wir schon einmal gefunden, Enzo. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich rede bereits, so soll es doch sein. Weil ich habe von Kleingeldproblemen gehört. Normalerweise würde ich helfen, aber meine Frau Megans Auto stimmt etwas nicht und sie ist sehr besorgt. Mit Frau Megans Auto. Deshalb muss ich mich zuerst ansehen. Mein Gott. Erledige zuerst dein Zeug. Dann überlasse ich dir erst das erstmal euch. Wenn ihr alles erledigt habt, werde ich euch helfen. Ich muss langsam mal lesen. Wilde Ente auf der Flucht. So, nicht dagegen laufen, bitte. So, wir haben jetzt einfach hier schon. Ich denke mal, Ferry hat uns schon mit Informationen gefüttert, wo die sind. Was ist dieses Graffiti da links oder was auch immer das sein soll? So chillende Chili-Schote oder was soll das? Hä, in diesem Getränkekasten hat gerade etwas gewackelt. Ach, das ist nur ein Papierkügelchen. Sieht so aus, als hätte der Wind es gerade bewegt. Das Papier, die Papierkugel wohl vom Regen durchweicht. Aber einige Worte sind noch erkennbar. Mein Leben verblasst nach und nach. Jetzt erst merke ich, wie dumm ich früher war und wie sehr ich dich enttäuscht habe. Verzeih mir, komm bitte zu mir zurück. Okay. Der Zustand dieses Papierkügelchen verrät uns viel über die Antwort des Empfängers. Das war eine traurige Geschichte, aber es gibt keinen Reupill für das Leben. Und man muss die Konsequenzen für seine Taten tragen. Seit ich in eine Sicherheitsoffizierin geworden bin, habe ich unzählige solche Fälle erlebt. Da stehen noch ein paar Worte auf der Rückseite. Stimmt, mal sehen. Ich schwöre, Belania, Sansa, Eleanor und Jaoya völlig zu vergessen, weil du meine wahre Liebe bist. Tut der Briefschreiber wirklich um Entschuldigung? Schon wieder ein Fehler. Mir kommt es vor, als ob er damit angeben will. Gut, wenigstens ist es keine traurige Geschichte. Du hast recht, aber das Schnüffeln in der Angelegenheit anderer ist nicht gut. Lass uns weiter mal uns auf unsere eigene Aufgabe konzentrieren, okay? Ich dachte, da versteckt sich eine Ente drin oder so. So. Na, ich sehe. Ah, da steckst du ja, Weiß. Warum steht er hier? Weil hier eine Ente ist. Schau unter den Lieferwagen des Gemischwarenladens. Worauf wartet ihr? Das sagst du so leicht, Weiß, aber sie ist so weit unter dem Auto, dass man sie gar nicht erreichen könnte. Ihr seid doch voll winzig. Wahrscheinlich müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Schnatter mal wie eine Ente. Mach es wie eine Taube. Tales of Berseria. Limitiert dieses Geräusch ihren natürlichen Feind, dem Adler? Wie ich weiß, keiner wollte die Artgenossen limitieren. Könnte vorsichtig mit mir sein. Vielleicht könnte man den Besitzer bitten, das Fahrzeug zu starten. Die Ente spürt die Vibration, läuft vielleicht von selbst darunter hervor. Gute Idee, ich gehe zu dem Bangbus des Gemischwarenladens. Kurz darauf. Ich habe eine sehr schlechte. Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass die irgendwie hinterm Auto stehen. Den Wagen starten mache ich. Huch, das Auto springt nicht an. Was? Das kann doch jetzt nicht gerade jetzt sein, oder? Seltsam, irgendwas scheint defekt zu sein. Heute Morgen ging er noch. Was ist los mit den Autos heute? Heute habe ich kein Glück. Kleingeld hat Schwierigkeiten bekommen und das Auto im Laden ist auch aus irgendeinem Grund kaputt gegangen. Kleingeld war die ganze Zeit bei uns. Wenn der Meister denkt, dass Kleingeld etwas Schlimmes getan hat, dann werden wir getrennt. Keine Sorge, wir werden alle weggelaufenen Enten zurückgehen und die Sicherheitsoffiziere werden die Sache aufklären und nicht zulassen, dass ihr getrennt werdet. Ich danke euch. Was ist jetzt mit der Ente und der im Lieferwagen? Selbst ist die Frau, ich mache das schon. Shinji schiebt den Lieferwagen auf die andere freie Seite. Pff. Die Ente ist noch benommen, so dass ich sie endlich fangen kann. Was für eine Hardcore-Lösung. Jetzt, da diese Ente gefangen wurde, sollten wir woanders suchen. Nach der Suche schaust du jetzt zusammen mit Belle die Ausbeute an. Anscheinend fehlt nur noch eine Ente in diesem Moment. Ferry hat eine Nachricht geschickt. Sie besagt, dass es ein Biersignal in der Nähe der Hintertür unseres Parkplatz gibt. Geh und schau nach. Okay. Wilde Ente auf der Flucht. So. Hm.
Okay. Ist ja auch unter unserem Auto. Ne, da ist es schon. Denkst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, sich an so einen Ort zu verschenken? Du bist so naiv. Auch wenn du ein geflohener Krimineller bist, ist es nicht zu spät, umzukehren. Mein ehrlicher Rat ist, dass du dich ergeben solltest. Sag die Wahrheit, du bekommst Strafmilderung. Ansonsten trifft dich die. Auch wenn ihr großes Interesse habt, heißt das nicht, dass ich dabei mitmachen muss. Vorgehen, er sollte besser schnell modifiziert werden, damit er nicht wieder entkommen kann. Shinji packt den Kriminellen kurzerhand in den Sack. Gute Arbeit allerseits. Der Fahrer hat gerade durchgegeben, dass die anderen die Enden in der Zwischenzeit einer nach der anderen zugebracht haben. Guck mal, wie klein sie im Vergleich zu sie ist. Mein Gott, ey. Die Proportionen in MiHoYo Games, ne? Ich meine, in diesem Spiel hast recht, ne? Weil du ja Tierleute hast, ne? Aber mein Gott, wenn man sich die Größe von einigen Charakteren in Honkai Star und Genshin anguckt, ne? Boah. Sind irgendwie sehr unrealistische Proportionen, ja? Ich will gar nicht erst von den Gegnern reden, die noch massiver sind, ne? Einige normale Leute, normale Gegner, so Typen sind irgendwie doppelt so groß wie die größten Leute in Genshin Impact, von den spielbaren Charakteren. Das ist lächerlich. Okay, mit der, die wir gefunden haben, sind das jetzt alle da. Es war ein großer Erfolg. Die Enten haben sich in den kniffligen Ohren versteckt. Daher war es gut, dass ihr dort nachsehen konntet. Wenn ich nicht die ganze Zeit bei euch gewesen wäre, dann wäre ich auf die Idee gekommen, dass ihr die Enten selber versteckt oder dass ihr mit irgendeiner Methode jede Bewegung auf der Straße mitbekommen hat. Shinjis Vermutung ist echt gut. Vorgänger, ich weiß zwar, dass du Kompliment machst, aber es hört sich nicht so an. Tut mir leid, ich wollte nur sagen, dass die beiden möglicherweise das Potenzial haben, Sicherheitsoffiziere zu werden. Jetzt, da die Enten alle wieder da sind, sollten wir zum Lastwagen zurückkehren. Okay, gehen wir. Warte kurz, weiß, schau mal darüber. Habe ich einen Sehfehler oder blinken die Lichter an unserem Auto? Was ist mit dem Auto heute los? Gehen wir schnell und rüber und sehen nach. Wilde Ente auf der Flucht. So, oh ja, Erfahrungspunkte. Ich habe irgendwas hier bekommen. Täglicher Auftrag. Oh, so. Wieso bin so mich Danny heute noch bekommen? Boah. Ich habe sie ganz bestimmt ausgeschaltet. Bell öffnet die Wagentür und versucht, den Scheinwerfer auszuschalten. Ja, die Autos sind heute alle im Eimer. Warum kommt mir das bekannt vor? どうも聞き覚えがあるような。どうしたんです、先輩。考え込んで。周囲は主は気づかぬか。我らが今日遭遇した事件には、皆車が絡んでおると。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライト。そして、 Die Enten machen unsere Fahrzeuge kaputt. Das passiert nur, weil Bell abgelenkt war. Ist er nicht voll irgendwie auf dem Bürgersteig gefahren? あの時は急にスマホがおかしくなっちゃって、そっちに気を取られてたな。ルミナスクエアの事故に先立って、リンのスマホに何かあったのか？ね、知らなかったね、タッパーシーです。リンの話では電波が突然なくなって、画面にカラフルな縞模様が。リバーモクセンアワレドイシグレイト。けど
Jemand hackt uns. Wovon redet ihr? さっきから何の話をしているのか説明してくれないか。凛ちゃん、アキラ君、ここ数日で起きた車に関するすべての事故、背後にある真相が分かったかもしれません。まずはアヒロを連れ帰るついでにいくつか調査をします。後でトラックの近くで合流したらあなたたちにも説明しますから。オッケー。Kehre zum Tatort zurück. Kleingeld hat einfach alle abgemetzelt. Ich weiß nicht, warum das erste ist, was mir in den Kopf kam. So, niemand beschuldigt mich. Liegt einfach nur so über so einem Berg voller Leichen, obwohl er nur eine Person ist, genau. Gale, was geht? Sind Sujun und Shinji hier? Da, warum wurden deren Namen nicht geändert? Die Namen der Hauptcharakter wurden geändert. Warum reden die so, wenn die Leute die eindeutig verstehen können? Das ist wie ein Star Wars mit den Druiden. Was haben sie nicht gefragt? Ich finde es irgendwie sinnlos, wenn man irgendwie verschiedene Sprachen hat, aber Leute können die irgendwie verstehen. その時スマホに何か異常はなかったかって聞かれた。確かにその時俺のスマホが勝手にオフになったんだよ。どうしてそうなったのかも。なんであの二人がそれを知ってたのかもわからんがな。え？あんたのスマホもおかしくなったの？ああ、お兄ちゃん、わかったかも。最近起きてるこの異常、もしかしてEMPってやつじゃない？ Meins Imp? Imp? Ah, du willst mich doch. シュエンさん、チン、おかえり。運転手だの。主はEMP発生装置、つまり電磁パルス発生装置なるものを知っておるか。聞いたこともない。なんだそれ。起動することで近くにある電子機器に電流の変調を引き起こすものよ。 警備などの電力機器に、機器全体を焼損させることもある。車両に触れることなく、コンテナの電子ロックを焼き切るのも、たやすいであろうな。コンテナが開いた時、主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも、急激な上昇が見られた。いずれも、 EMP 攻撃を受けたことを示唆するに十分なもの。つまりこのボンプは俺と同じ被害者で、事件を起こした奴は他にいるってのか。なお。ええ。これが私たちの導き出し。さあ、クライン・ガイルズ・オンチョリ。なんてこって。俺が短気なせいで、さっきはひどいことを言っちまった。すまねえ、お釣りとやら。お前に濡れ衣を着せちまったことは。 心から謝る。こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？もう捕まえたのか？ね。安心してください。今局の方で6分外の監視記録を調査しています。犯人が見つかるのは時間の問題ですよ。犯人は今日だけで EMP 発生装置を何度も使用しています。 Lass mich ran, genau das muss ich machen, ne? Ah. Someone pick up the phone. Autojagd. Mein Gott, da ging schnell.
Da könnt ihr eigentlich. Julian und Ginny machen sich sofort auf den Weg, um dem Feind im Weg abzuschieden und aufzulauen, und du und Belle folgen ihnen. Warum? Das ist gefährlich. Einige Zeit später in der Nähe der Beihöhle in der 14th Street. Boah. Na, Katze. Oh, ist die echten Roboter. Und der geht jetzt in die Höhle rein, ne? Da müssen wir wahrscheinlich hin dann. Ja, ich wollte sagen, wir gehen auch bestimmt noch mindestens in eine Höhle oder so, ne? Ein paar Minuten später in der Videothek. Weil ist irgendwie noch gar nichts passiert hier so kampfmäßig. Diesen, das ist glaube ich irgendwie nur ein Zwischenkapitel. Das ist genau das Kapitel, was mir glaube ich noch fehlt, um irgendwie die ganzen Events hier zu spielen. Ne? Die kann ich irgendwie erst alle spielen, wenn ich irgendwie die Kapitelpause von Kapitel 2 erreicht habe. Ja, wir dürfen ihn damit nicht durchkommen lassen. Ja, Mann ist lebensgefährlich, der wirft mit Katzen um sich. Das ist wie so eine verrückte Cat Lady. Nur ein verrückter Cat-Typ. Trotzdem, niemand fasst meine kleine Schwester an und lebt. Dieser eine Typ, der dir die Hand geschüttelt hat, er ist jetzt tot. Ich weiß, du hättest das von mir verlangt. Ja, sobald beides können wir aufbrechen. Faye, bitte achte nur auf weiße Sicherheit, sondern auch darauf, ob es etwas gibt, das Julian und die anderen nützlich sein könnten. Assistentin 2, die Informationen über die Höhe, die ich besitze, sind umfassender als die von der Sicherheitsbehörde bereitgestellt, provisorische Möhre, und könnte effektiv weiterhelfen. Zu beachten ist jedoch, dass das bisherige Einsatz der Sicherheitsoffizier mit verbalen Drohungen eine ineffiziente Methode zur Festnahme ist. Es wird empfohlen, direkt auf die Beine des Ziels zu schießen, um dessen Bewegungsfähigkeit zu verhindern. Faye, bei der Festnahme von Verdächtigen dürfen die Sicherheitsoffizier keine unüberlegte Gewalt anwenden, geschweige denn die Schusswaffen benutzen. Also wenn das so ist, könnte die Höhle vielleicht der perfekte Ort sein, um die schwer zu fangenden Kerle zu erwischen. So, dann gehe ich bestimmt irgendwie so einen Testrun mit der einen Kollegin, ne? Na, zeig mal. So, oh, ich bin schon ein neues Gebiet wieder hier. Boah. So, 32. So, auch kann ich noch auswählen, welche? So, weißt du was? Bei Level 32 können wir sie noch einpacken, würde ich sagen. Ne? Wen nehmen wir noch? 32, wen haben wir schon lange nicht mehr? Nimm mal Ben. Hm. Habe ich zwei Feuercharaktere, dann kriegen die am Bonus, ne? Warum kriegen wir jetzt noch mal einen Bonus? Support. Ach, weil wir zwei Support-Charaktere haben, ne? Oder? Ne. Warte mal. Support-Figur. Selber. Wenn sich in der Truppe eine Support-Figur befindet oder eine andere Figur derselben Fraktion wie Gio angehört. Wenn eines Verdächtigen. Ach, da muss nicht unbedingt immer eine gleiche Ding sein. Wenn eine andere Figur in deiner Truppe dasselbe Attribut oder dieselbe Fraktion diese Figur hat. Und eine andere Figur. Ne, das ist doch immer das gleiche, ne? Entweder dieselbe Fraktion oder die gleiches Attribut, ne? Und hier ist einfach nur, also sie kriegen einen Bonus, wenn eine Support-Figur drin ist, okay. Warum nicht, ne? So, meine Charaktere sind ein bisschen unterlevelt, aber ist in Ordnung. Wir werden wahrscheinlich überwiegend sie sowieso spielen. Oh Gott, ich sei am Lenken. Boom. Eiskalt. Schöner Material für ein neues Intro. Ja,
Oh, sie hat einen Stab. Okay. Dann sag mal, was du drauf hast. あなた様からの指示を受けました。治安官の主演と人員が逃亡犯を捕まえるのに協力します。前方に複数の生体反応を検知。援助が必要なターゲットと推測。あなた様の小柄な体格を利用して静かに近づき適切なタイミングで手を貸しましょう。オニーちゃん聞いて。あの人たちはすぐ下だよ。 Was denn hier? Oh. Wo komme ich da hin? Oh, weil es hat ja Pokémon. Ne, ich glaube, ich will da unten erst hin, ne? Ne. Das ist kein Unterschied. So, und so komme ich wieder zurück, aber warum soll ich das machen? Aber trotzdem mal. Oh, hat es sogar gelohnt für irgendwas? Irgendwas habe ich gerade gemacht. So. Ja, damit. Okay. Ja, schieß ihn. Was ist denn ein Roboter oder irgendwie sowas? Okay. Nein, warum? Lag. So, das habt ihr verpasst hier. So. Da komm mal rein. Okay. Dann sag mal. Sehr cool. Also irgendwie passend, dass ich gerade diesen Punkt erreicht, nachdem sie in der Gacha aufgetaucht ist. ダイヤクイシキ、フルで持ってきてますから。オッケー。さすがはユートス。備えあれば憂いなし。である。そうないとせいで、憂いが現実になってくる。オッケー。ちょっとがさ、ちょっとがさ、がドクターに。マイガッド。射撃を続ける。マイガッド。うぅ。 Mein Gott, die ist irgendwie Billy auf Crack. Sag. Ja, was kriegt denn diese Kugeln jetzt zurück? Warte mal. Lucy habe ich einmal hier gespielt in den. Man muss ja diese Höhlen immer spielen, ja, jedes Mal, jedes Mal in der Woche, ne, ein paar Mal. So, und ich habe mal eine Höhle gespielt auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad und da habe ich Lucy mal benutzt, ein bisschen angewöhnt, wie sie spielbar ist. Ist relativ lustig und sie ist auch irgendwie der einzige Charakter bisher, der irgendwie mit einem bestimmten Wert hier scaled. irgendwie wenn andere Charaktere in der Gruppe stärker, je höher ihre Angriffskraft ist. Also man hat irgendwie Grund, hier sie ihre Angriffskraft zu erhöhen. Okay. Zack. Man hat gleich gedrückt halten, ne, weil sie da Kugeln hat. Mein Gott, ich kann die ganze Zeit nur gedrückt halten eigentlich.
Fuck. Jetzt mal Ultimate. Alter. Hol dir einfach diese Sentinel raus oder so.電子機器だけでなく、エーテリアスにも効果てきめんとはな。次から次へと現れおって、ここであやつを逃がせば、また何かやらかさんとも限らんぞ。ええ、犯人は互金性の品を持っているわけですから、犯罪組織との関わりも少なからずあるでしょう。必ず彼を捕まえて背後関係を洗う必要があります。地面に残っている痕跡を調べますね。犯人は一体どっちへ逃げたのか。 Ich habe den Spuren der Katzen gefolgt, die er um sich geworfen hat. Wo ist denn der Schnee und Sand? もう一度お願いします。なぜ犯人が右に逃げたのか。じゃあ、ね、大胆に言いなさい。立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の。あの、もう少し分かりやすい言い回しにできませんか。先輩のそれじゃ感覚だって言ってるのと変わりませんよ。感覚で間違いはないぞ。我の右手は先ほどから何やらピリピリして。 Hey, meine linke ist gerade taub. Das ist bestimmt nur ein Bandscheibenvorfall. Entweder lasst ihr euch gleich einen Herzinfarkt. Auf der anderen Seite. Sie denken aus, ich könnte halt irgendwie so auf der Karte machen. Ich will also da, wo die Bildschirme, ich nenne einfach Karte hier diesen Bereich. Sagen wir so aus, als hätte er irgendwie da irgendwie aktivieren können. Was? Wir sind hier in der Übergang. Repair. Oh, verdammt. Ich habe gleich noch nicht durch. Okay. Okay. Ich muss sagen, lass mich erstmal hier gucken. Aber ja, umgucken. Wenn ich was passe, mache ich da sowieso noch mal aufscreen. Das ist ja jetzt das Problem. So, Dennis habe ich ehrlich gesagt nicht so viele. Bin ich gerade nicht so im Mangel, weil ich irgendwie. Man kann ja hier diesen Endgame-Modus hier spielen, wo man ja gegen starke Gegner kämpfen muss, ne? Hier Shiryu-Verteidigung. Da kriegt man ja irgendwie so Punkte, die habe ich irgendwie für Erfahrungspunkte und so weiter alles ausgegeben. Der einzige andere, was ich hätte machen können. Oh. Verdammt. Ja, ich war noch nicht da oben. Oh, da war ich. Okay. Ja, man konnte die auch hier für so Bangbus und so was ausgeben, ja, für so diese Gacha-Währung für Bangbus konnte man die ausgeben. Aber ich finde das halt nicht so, ich finde die halt nicht so interessant, deswegen habe ich lieber für Erfahrungspunkte und so, ne, damit ich irgendwie schneller meine Charaktere benutzen kann. Was machen wir überhaupt hier die ganze Zeit? Muss ich tun für die reparieren. Okay. Okay.
Ja, du kannst für die ganzen Punkte hier, die du für von Höhle 0 bekommst und so, und für Shiryu-Verteidigung und alle anderen Modusse, die kannst du alle ansparen, um mehr Bangbo-Gacha zu spielen, also diese Hasenroboter-Gacha. Wann kann man? Hallo? Aber ich habe da lieber für Erfahrungspunkte und für Dennis und all sowas ausgegeben. Er bringt mich auf fürs erste irgendwie weiter, habe ich so ein Gefühl. Nee. Je stärker meine Charaktere sind, desto besser schneide ich hier bei dieser Shiryu-Verteidigung ab. Weil ich bin jetzt schon überfordert. Ich habe jetzt glaube ich Stufe 8 oder 7 geschafft, aber ich habe das nur gerade so zeitmäßig geschafft. Von daher, wenn man halt irgendwie nicht schnell genug erledigt, dann kriegt man nicht irgendwie die besten Belohnungen oder so, ne? Aber das war noch nicht möglich, weil die Gegner zu stark sind. Die sind irgendwie schon Level, die sind irgendwie, weil nicht Level 40 oder so. Und oh, okay, meine Charaktere sind noch, ich meine, die sind auch Level 40, aber die sind noch nicht stark genug hier für einige Sachen. So, wenn ich da runter gehe, dann komme ich da ein. Gut. Und ja, weil ich halt Dennis dafür geholt habe, ne, bin ich jetzt irgendwie ja auf einen riesigen Vorrat an den auf der von Dennis am Sitzen. Fürs erste wäre das mal eine Weile reicht. Ich habe irgendwie 300.000 oder so gehabt. Das war schon ziemlich krass. Da. Nicht von da ein. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Okay. Ich glaube, wir haben alles hier abgestaubt. Und dann können wir ja weiter. Also was war tot. Sind die alle am Fressen? Ist er tot? Okay, ich wollte schon sagen. Nein, dieser Mann ist tot. Ist noch irgendwas? Na komm. Nee. Ja. Okay. Ich dachte, der Mann war sowas von tot jetzt. Ich hätte gelacht. Okay. So, jetzt mal ich Schweinchen hier spawnen. Warum mach ich denn Schaden? Los, da. Okay, seinen Angriff verstehe ich irgendwie nicht, warum der manchmal nach vorne stimmt oder nicht. Das geht ja gut, das Ei. Klasse. Also Lucy. War überhaupt nicht hier, sie für diese Punkte geholt zu haben. Muss ich nur noch hochleveln. Dann beginnt der ganze Spaß. Also erstmal näher an den Rang gehen, damit ich ihn treffe mit meiner Knarre. Kann ich mal irgendwie abteilen? Ich weiß es nicht.
Da haben wir ja diesen Angriff gemacht. Was ich mit der schießen, wenn die ihren Nahkampfangriff voll schnell sind, ey. Die Nahkampfangriffe sind so schnell irgendwie. So, ey, du. Gib uns dein Amp. Boah! Jetzt brauchst du nur noch uns fürchten. Die Grammatik war irgendwie komisch, deswegen. その通りだが、なぜ陰を踏む。そこの市民、侵入者武器の不法所持、および故意に他人の身体や財産の安全を侵害しようとした罪で、あなたを逮捕します。あなたの名前は？カルロモロンだ。ご協力に感謝します、モロンさん。あなたには黙秘権があります。フォローを出た後、あなたは弁護士に連絡するか、公選弁護人協会の支援を受けることができます。先輩、では局に戻りましょう。 どうかしましたか？あたりを見回して。実は道中、我ら以外にも誰かが。あ、やっと見つけた。先輩、やっと見つけた。突然、ふっつり消えてな。それは倒しそびれたエーテリアスでも近くにいたのでしょうか？エーテリアスではなく、なんというか、もっと小さくてすばしこいものだったような。だが。 我の錯覚かもしれない。何しろ今日はEMPに何度もやられた。さすがに。いや、sie ist definitiv ein Roboter oder Cyborg oder irgendwie sowas。Oder irgendwie geklärt irgendwann mal。Ich habe gesehen an ihrem Bein hat sie irgendwie so Linien, so Marionettengelenke irgendwie so wie Hertha irgendwie. Es gibt nur eine Wahrheit. Sagen wir mal, abgeschlossen das Kapitel. Aber supi. So, wieso Lucy? Ich habe doch die andere Kollegin hier die ganze Zeit benutzt. Das war wirklich knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass Shinji eine so gute Intention hat und spürt, dass Weiß in der Nähe ist. Okay, zum Glück hat sie nicht weitergesucht. Wie auch immer, die Übeltäter wurden gefasst und ich bin erleichtert. Weiß, Shinji und Julio kommen gleich zurück und berichten uns über die Verhaftung. Sie werden wahrscheinlich zuerst zum Fahrer klein gekillt. Lass uns auch zusehen. Warum willst du denn Leute alles stalken? Was hier? Oh, fertig? Okay. Okay, dann kann ich ja mal zeigen. Ich weiß nicht, was das hier alles. Ich weiß nicht, was das hier für einen Sinn hat, irgendjemanden hinzupacken. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist für jeden hier. So Abenteuer, Urban und Liebe. Ich glaube, ich habe noch keine Liebe. Urban. Doch, Liebe habe ich auch. Liebe. Und Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das Level irgendwie was damit zu tun hat, wie viele Dinger ich bekomme. Was macht 771 pro Stunde? Don't hunt. Oh ja, das hat was damit zu tun, alles klar. Don't touch. Also ja, wenn ich richtige Kassetten mit einem höheren Level einpacke, dann kriege ich mehr Geld. Alles klar.
Ich weiß noch nicht, was das hier zu tun hat. Irgendwie da steht zwar immer oben links Nachahmung der Taktik und so was alles, aber irgendwie weiß ich nicht, was das bedeutet. Wie wird mir auch nicht so gezeigt, irgendwie gesagt. Ich habe die schon gewechselt hin und wieder, die Charaktere, aber ich sehe nicht, was da der Unterschied ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, hey Leute, was geht? Na, was ist mit euch passiert? An ihren Arm hat sie bestimmt auch so Linien, ne? Und die sind irgendwie verdeckt durch diesen Bändern oder so, ne? Nehme ich an. Ja, ne, weil wir eigentlich mit diesen einen Typen hier, den, wie ist der nochmal, Breaker oder irgendwie so? Bringer. Ne? Da geht's doch schon auch irgendwie drum, ne? Ja, darum wird es irgendwie eher so in den Kapitel gehen. Ich hätte sterben können, wenn er den EMP neben mir aktiviert hätte. Man muss schon sein, so nette Nachbarn zu haben, ne? Im Gegensatz zu mir, wo sie letztens ein Paket geklaut haben. Ich wie sich da anfühlt, gute Nachbarn zu haben. Nicht lange nach danach verlassen Sojourn und Jinji den Ort und auch die anderen gehen ihre Wege. Nachdem du Klänge zu einem alten Enzo gebracht hast, um es untersucht zu lassen, ist es schon tief in der Nacht. Lass mich raten, Bell will schon wieder schlafen gehen, ne? Oder Herr Spiel sagt mir halt einfach, ne? Okay. Es ist schon spät, du sollst schlafen gehen. Okay.
Dann gehe ich mal schlafen. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Okay. Okay. Du bist heute recht müde. Sojan und Jinji, jetzt müsst ihr euch keine Sorgen mehr über die Tagung machen. Seminar, Bringer, Candy, Kandidatur. Du siehst aus, es ist bequem und dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Yo. Lieber Bürger XXX, ein freundlicher Nachbar und zuverlässiger Freund. Offizier, miau, miau, grüß dich. Ich bin nicht Bürger XXX. Ah. Ich habe vergessen, von dem Absender Grüßteil in der Vorlage der Nachricht zu ändern. Lieber Bürger, du wirst sicherlich dem niedlichen Miau Miau verzeihen, oder? Hör auf, dich süß zu geben. Ich habe voll Angst vor dem Typen hier. Jetzt kommen wir zur Sache. Die Aktion Gute Nachbarschaft für die Gemeinschaft um Lumina Platz ist jetzt im vollen Gange. Natürlich bin ich, Offizier Miau Miau, euer guter Nachbar, der Verantwortliche. Ich schaffe die extra, um dich zur Feier für den erfolgreichen Start der Veranstaltung einzuladen. Komm zu mir auf den Lumina Platz, wenn du Zeit hast. Dann hat er wahrscheinlich jetzt hier Quest für den Ort, ne? Bing. Ich habe voll Angst vor dem Ding, ey. Der bewegt sich so realistisch. Da sieht man wortwörtlich, dass irgendwie da ein Typ drin steht. Das macht irgendwie, macht mir Angst. Jetzt wollte er, wenn er mal Uncanny Valley ist, dann. So, was, mein Laden ist irgendwas? Nee. Hier ist irgendwas. So, ha! Jetzt kann ich die Sachen hier machen. Ich muss in den Bereich der Selbst- oder der Auftrag Freundschaftsaufsicht 1 im Gange. Oh, guck mal, die Belohnung, die ich hier bekommen. Boah. Ich weiß nicht, was man da machen muss, aber das mache ich alles offscreen. Das ist auch hier. So, da kriegst du auch noch mal extra Dennys Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind gerade wichtig. Events sind immer, da kriegst du immer eine Menge Erfahrungspunkte und so was, weiß ich nicht alles. So, dann kann ich die endlich mal machen, ausgezeichnet. So, was hier? Aktion, pass auf, wo du hintrittst. Ach so. Okay. Sie waren jetzt in Kapitel 3. Weil dann kann ich ja eigentlich aufhören, ne? Wir gehen noch mal dahin und gucken uns an, was der zu sagen hat, ne? Lumina Platz. Ach, guck mal, was der mir sagen will, ist bestimmt, dass ich jetzt da irgendwie Nebenquests machen kann, ne? Also hier so Gedenkmünzen und so weiter alles einsammeln. War, wie seid ihr hier? Für den könnte ich ja jetzt eigentlich auch kommen. Na, keine Ahnung, die Art, wie der sich bewegt, ist irgendwie so gruselig, ne? Weil so real. Also hier sieht man halt nicht, aber wenn man hier in diesen einen Menü geht, sieht man halt. Da bist du ja, mein lieber Bürgerfreund. Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Was? Du meinst die Feier? Oh, du hast leider Pech. Die Feier ist schon vorbei. Aber für gute Bürger habe ich noch eine noch bessere Überraschung als die Feier. Weißt du, was das ist? Hast du es erraten? Richtig, gerade. Es ist die perfekte Gelegenheit, anderen zu helfen. Ist das nicht eine schöne Überraschung? Umdrehen und weggehen? Was? Geh nicht weg, lieber Bürger. Ich werde dir wie immer eine Bürgermedaille überreichen. Welche anderen deine Hilfen Hand, leiste eine kleine Mafia? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist genau gleich wie in der Sixth Street. Bamo geht auch auf Arbeitssuche. Oh ja, denn sowohl die Wachbus auch mit den speziellen, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Es gibt natürlich mal hier. Nur lass das mir. Ja, man muss Bangbus hier suchen und die reparieren. Man muss hier Leute. Dann kann man ja hin. Oh. Ich muss nicht, wurde extra. Ich muss jetzt sogar extra weitermachen. Boah, Leute. Na gut. Ich dachte, wir kommen jetzt hier direkt hier hin. Ich werde diese Arbeit nicht mehr machen. Diese böse Katze hat mir schon wieder die Augen zerkratzt. Brauchst du Hilfe? Hallo Bürger, ich bin der Wachebo mit der Dienstnummer 7406. Nimm mich bitte KK. Ich stehe dir zur Verfügung. Oh, du meinst, du wirst vom Yomo gebeten, mir bei der Stellensuche zu helfen? Ach, ich kann die Arbeit als Wachebo wirklich nicht mehr machen. Ich bin ganz ohr. Nur weil ich ein Sondermodell bin, werde ich mit einer vorgeschriebenen Aufgabe und verantwortlichen Ausstattung. Aufgabe und Verantwortung ausgestattet, aber das ist unfair. Ich habe wirklich genug von Arbeit als Wachebo. Jeden Tag muss ich triviale Nachbarschaftseigen. Angelegenheiten regeln. Als ich gestern einen Verkehrsunfall bearbeitet habe, wurde ich von einem aufgebrachten Autofahrer getreten, der gegen das Gesetz verstoßen hat. Und der Schuhabdruck ist immer noch auf meinen Hintern zu sehen.
gerade eben auf den Baum geklettert bin, ich eine Katze habe ich gerade als auf dem Baum geklettert bin, um meine Katze zu retten, also diese fiese Katze mein Objektiv zerkratzen. Jetzt kann ich auch und auch noch mein frisch gestrichenes Gehäuse. Ganz zu schweigen, oh mein Gott. Alles klar, mein Gott, es ist mir vollkommen egal. Bitte, ja, aber was auch immer du brauchst, ich mache es. Leute, ich will einfach nur weitermachen. Oh, ich kann jetzt weitermachen. Alles klar, boah. Aber jetzt sind wir schon hier. Mach mal hier, das was auch immer das ist. So, ich wusste, du bist irgendwie wichtig. Du bist schon irgendwie eine Ladenbesitzerin, ne? Hallo, kleines Bango, bist du KK, von der Miau Miau gesprochen hat? Du suchst nach Arbeit? Wenn ich jetzt mir recht überlege, würde ich mit der kleinen Gestalt inmitten der Blumensträuße echt süß aussehen. Aber um meinen Blumenladen ordentlich zu führen, reicht es auch nicht nur süß auszusehen. Ich bin bereit. KK ist startklar. Dann kannst du dem potenziellen Kunden neben dir ja auch saisonal Blumen empfehlen. Das eigentlich habe ich das entsprechende gartenbauliche Wissen noch nicht in meine Datenbank runtergeladen. Das macht nichts. Die Kommunikation und der Umgang mit dem Kunden ist genauso wichtig wie das Verständnis und die Kultivierung von Pflanzen. Warum nutzt du nicht deine Erfahrung und berätst diesen unschlüssigen Kunden, um ihnen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen? Die Sondierung und das Schlussfolgerung sind meine Stärken. Lass mich nachdenken. Dafür die richtige. Ah nein, die Erscheinung und die Persönlichkeit des Kunden sind. Ich weiß. Hallo, werter Kunde. Oh, hallo. Welche Blumenstrauß würdest du mir empfehlen? Warum mache ich diese Quest gerade? Irgendwie kommen mir ja gerade vorher als Filler vor. Moment, ich würde so gerne wissen, wofür du die Blumen kaufen möchtest. Aber ich möchte sie jemand schenken, der mir viel bedeutet. Oh, ist diese Person ein Mann oder eine Frau? Ich möchte sie einer Frau schenken. Das habe ich mir gedacht. Dein Aussehen verrät mir, dass du nicht einmal um dich selbst kümmern kannst, geschweige denn um Pflanzen. Was ist mit meinen Äußeren? Wie kannst du es so mit deinen Kunden reden? Außerdem sehe ich wirklich so schlimm aus? Sind sie für ein Mädchen aus der Schule, das du magst? Junge Bürschchen wie dich habe ich schon oft gesehen. Meine Mutter hat heute Geburtstag und ich wollte die Blumen für sie kaufen. Chefin, wo ist deine Chefin? Ich möchte mich beschweren. Auch Jelia erklärt dem Kunden lang und breit den Grund für dieses Verhalten und schenkt ihm noch einen Blumenstrauß als Wiedergutmachung. Die Lektion sollte ich mir gut merken. Ich kann die Ausbildung nicht mehr direkt mit den Kunden arbeiten lassen. Vergiss die Kosten für den Blumenstrauß. Was du getan hast, könnte den Beruf der Morgentau wirklich gescheitert haben. Und du hast KK empfohlen, nicht wahr? Das tut mir wirklich aufrichtig leid. Wir werden dich entschädigen. Egal, ich habe diese Befragung ja selbst arrangiert. Aber es tut mir leid, Kindchen. Dieses Bango hat das Vorstellungsgespräch leider nicht bestanden. Okay. Ich glaube, ich mache diese offiziell. Machen wir weiter so. Ich glaube, ich mache diese Quest hier offscreen, weil das sieht mir sehr hart nach Nebenquest aus, die jetzt nichts mit der Story zu tun hat. Von daher mache ich diese Nebenquest hier. Ich meine, wenigstens ist das Spiel auf eine spezielle Zielgruppe hier abgerichtet, ne? Endlich wird mal eine spezielle Zielgruppe hier befriedigt, ne? Ich meine die Furries natürlich, ne? So, hey, wie geht's? Ich habe übrigens nichts gegen Furries. Ich habe ehrlich gesagt nie den Hass gegenüber Furries irgendwie verstanden. Ich weiß, es gab mal irgendwie so eine, wie heißt die, Raincon oder irgendwie so, oder Rainforest oder irgendwie so. Da war irgendwie so eine berühmte Furry Convention und da sind die ein bisschen durchgedreht. Aber ansonsten, ich habe noch nie den Hass gegenüber Furries verstanden. Es sind einfach nur Leute, die sich hier in Kostümen, die Tierkostüme anziehen, ne? Und ich sehe jetzt nicht, was die deswegen so fast macht, ne? Von daher, was soll's. Keine Ahnung, ich bin ja auch ein Brony, ne? Also ich fand schon immer Bronies sind irgendwie so die Cousins von Furries irgendwie so ein bisschen. Von daher, weil nicht, vielleicht gehe ich da ein bisschen zu sehr mit offenen Augen drauf los, aber was soll's. So, ich mache dann diese Nebenquest offscreen, weil irgendwie scheint mir halt nicht irgendwie so, als wäre das irgendwie ziemlich wichtig. Deswegen mache ich das offscreen. Und ja, wann auch immer ich sehe, dass irgendwie was Wichtiges irgendwie ja wieder los ist, dann schalte ich euch wieder rein und vielleicht mache ich diese einen Quest auch noch, ne? Ich glaube, ich mache die sogar jetzt irgendwie. Ich wollte sowieso nur einen Part aufnehmen. Und ja, der macht mal so, ne? Gut.
keine Ahnung, irgendwann werde ich schon wieder aufnehmen, ne? Irgendwann werdet ihr ja schon sehen, ne? Also ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.